Moin Leute, Projekt Grill Krota, Teil 3, 9 Uhr, Samstag der 20. Und ja, gestern waren die zwei Jungs, wo da noch mitgeholfen haben, also der David und sein Kumpel, noch sehr fleißig. Es ist mehr gegangen, als ich gedacht habe. So richtig geil. Ja, aber es sind Baumängel aufgetreten. Ich habe mich ein bisschen aufregen müssen über, ja, über, wie soll ich sagen, ja, den Bau, so wie man das damals gebaut hat. Also, ich bin nicht unbedingt sehr begeistert davon, aber gehen wir rüber, dann zeige ich euch, was ich damit meine. Tja, den ganzen Mist muss ich heute auch noch zusammensägen. Und schwuppdiwupp, da oben ist nichts mehr da. Aber jetzt gehen wir mal dann auf. Tja, die Jungs haben wir hier sogar noch runtergekehrt und alles richtig schön sauber gemacht. Und tja, Leute, wenn man hier so schaut, haben sie die Wand hier auf der Außenwand vom alten Hennerstall hochgezogen und die Wand nach innen versetzt. Das ist natürlich scheiße. Ich werde jetzt hier das Loch zumachen, geradeaus aufmauern, hierum komplett zumachen, dass wir also hier eine Kante haben, einen kleinen Vorsprung, und das hier unten werde ich dann noch einebnen, dass das sauber gerad ist, anschrägen, dass da Wasser sauber ablaufen kann. Das wird so jetzt meine heutige Arbeit werden. Das heißt aber auch, dass man die komplette Außenwand vom Hennerstall in dem Bereich hier komplett stehen lassen müssen. Naja, schauen wir mal, wie ich das heute hinkriege oder wie ich das überhaupt hinkriege, dass wir eben die alte Substanz behalten können. Da werde ich ein bisschen noch den ganzen Mörtelbatch rauskratzen, den alten, und das natürlich neu aufbatchen, dass uns das alles sauber stehen bleibt. Tja, und wie es da oben dann noch mit der Dachrinne verläuft, das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber das werden wir dann sehen. Gut. Dann werde ich jetzt mal meinen Hänger satteln und mal in die Baywa fahren. Sieht man mich so vielleicht besser. Ja, und ein paar Säcke mit Mörtelbatch holen, dass ich eben den Mist hier schnell machen kann. Tja, ob die Steine reichen, was sie mir hier auf die Seite gelegt haben, weiß ich noch nicht. Die anderen sind schon alle neigeflogen in Container. Aber zur Not brauche ich bloß hier leicht mit dem Hammer drauf klopfen und die Steine gehen alle weg und dann habe ich wieder genügend. Also das ist das geringste Problem. Tja, es kamen auch Kommentare, ich hätte doch in das Häuschen was neu machen sollen, da die Grillkote reinmachen oder so. Völliger Schwachsinn. Absolut völliger Schwachsinn. Wenn einem dann der Putz aufs Essen fällt, ein Ziegelstein auf den Kopf fällt oder sonst was, ist natürlich ganz toll. Da einen Dachstuhl wieder draufsetzen, nö, auch Blödsinn. Da habe ich gleich einen Grillkoter gebaut. Nee, die Hütte ist einfach Kernschrott. So kann man sagen. Ja, und dann noch das tolle Kommentar von Dirk. Ich hätte den Dachstuhl mit der Motorsäge kleinsägen sollen. Auch völliger Blödsinn. Weil einmal mit dem Hämmerle dagegen geklopft, dann sind die Latten weggeflogen. Hey, Dirk, die Hütte ist wahrscheinlich älter als du, also sprich, die ist steinalt, da hält nichts mehr. So, Freunde, mittlerweile 20 vor 2. Ihr seht es, ich bin da oben fleißig am Zumörtelbätschen, an Zumauern von dem Loch
Ich hoffe, das hält mir im Anschluss alles. Von außen wird dann auch gleich noch an die Ziegel was nachgebetscht. Einfach, dass die ein bisschen Stabilität noch kriegen. Was nehme ich dazu an Zementmörtel? Ja, so sieht es jetzt aus. Also ich glaube, wir haben hier 30 oder 40 Grad im Schatten, so ungefähr, so Sahara-Temperaturen. Ich verrecke halbert. Tja, ohne das schöne Petromax-Hütchen hätte ich da oben wahrscheinlich schon einen Sonnenstich gekriegt, wenn ich den nicht von Haus aus habe, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil wer ist so bescheuert und macht sowas im Hochsommer? Ja, naja, egal. Ich werde es dann zumauern. Verbatscheln und vermanschen den ganzen Schlotterbatz. Ich mache das so meistens sowieso mit den Händen und dann mit der Kelle. Naja, ich bin auch kein Maurer. Und ja, irgendwann nachher hole ich euch mal wieder dazu, wenn wieder ein bisschen was vorwärts gegangen ist. Das dauert halt jetzt. Tja, Freunde, kurz nach vier. Ich habe bis oben jetzt das Zeug zugebatscht. Werde jetzt nachher noch einen Mörtelbatsch anrühren und ein bisschen an die Wand hinklatschen, etc. pp. Tja, und dann muss ich noch das ganze Holz sägen, bevor es damit irgendwas weitergeht. Aber ich werde mal die Elektrogeräte da oben wegräumen, weil, naja, ziemlich viele Wolken. Es grollt auch schon ein bisschen und ein paar Tröpfchen habe ich auch schon gesehen. Hilft ja nichts. Runter mit dem Zeug erst einmal, bevor da irgendwas vom Regen kaputt geht. Gerade noch hat es geschüttet wie aus Kübeln. Aber ich kann weiter sägen. Jawohl. Tja, Leute, langsam aber sicher wird es weniger. Aber was noch viel schöner ist, jetzt erst einmal ein schöner, leckerer Eiskaffee. Jawohl. 17:30 haben wir's, also ein bisschen werde ich nachher noch machen. Morgen am Sonntag wird es höchstwahrscheinlich kein Bauupdate geben, weil da besuche ich endlich mal mein Schatzi auf der Kur. Ich denke mir schon die ganze Zeit, wie alt die Scheißbretter wohl sind. Jetzt habe ich eine Datumsangabe gefunden von 1949. Naja, man hätte den Scheiß irgendwann mal wieder brauchen können. Leute, ich mag nicht mehr heute. Wie spät haben wir es denn? 5 Minuten vor 8. Ne, ich habe keinen Bock mehr. Holz, naja, ist schon um einiges weniger geworden. Muss ich ja Montag eventuell dann weitersägen, wenn ich dazu komme. Weil ein paar andere Sachen habe ich auch noch. Da oben, wie gesagt, ist mittlerweile zugemauert. Und jetzt sieht man es. Da will ich natürlich noch gleich in einen ordentlichen Mörtelbatch drauf klatschen, wie gesagt. Und dann geht's weiter mit dem Rest Stein für Stein abtragen. Tja, und wie ich das mache mit den Mauern stehen lassen, das werden wir dann sehen. Aber zuerst muss noch das scheiß Holz weg, dass ich noch den Rest aus dem Saustall raus bekomme. Gut, Leute, das war's jetzt mit dem heutigen Bauupdate. Wie gesagt, entweder Montag oder Dienstag kommt dann das nächste, rein theoretisch. Okay, ciao.